Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, sind wir heute mal draußen unterwegs. Es geht jetzt gleich los zur Contra. Wir sind Messeaussteller auf der Contra in Düsseldorf. Freuen uns schon. Das ist unsere zweite Contra, wo wir als Messeaussteller unterwegs sind. Dieses Mal geht es ja mehr ums Thema KI, also künstliche Intelligenz. Und ja, wir sind gespannt, haben jetzt gerade hier nochmal getankt, fahren jetzt los aus Dresden und sehen uns dann wahrscheinlich gleich bei der Contra in Düsseldorf nochmal, wenn wir unseren Messestand aufbauen. So, die Hälfte vom Weg ist schon geschafft und ich freue mich schon, einige Kunden und Bekannte wieder auf der Contra zu treffen. Wir waren ja auch letztes Jahr schon als Aussteller da unterwegs, haben da einige neue Kontakte kennengelernt, auch wieder einige Bestandskunden, also auch Freunde wieder getroffen. Und es ist natürlich immer cool, auf so einer Veranstaltung, gerade als Aussteller, ja, neue Kontakte zu knüpfen. Man kann natürlich auch als Gast einfach nur, als Teilnehmer, viele Leute kennenlernen, ansprechen und so auch neue Kunden gewinnen. Das ist natürlich für viele auch eine große Strategie. Wir gehen selbst jedes Jahr so auf 2 bis 3 Messen circa. Letztes Jahr waren 3 Messen, die wir gemacht hatten und waren das letzte Mal auch das erste Mal als Messeaussteller überhaupt unterwegs. Was natürlich wieder eine neue Lead-Strategie ist oder generell Strategie, um neue Kunden zu gewinnen. Was ich nur empfehlen kann, je nach Zielgruppe solltest du natürlich darauf achten, welche Messe macht Sinn, wo ist die Zielgruppe vertreten und vor allem auf Messen zu gehen, wo halt auch die eigene Zielgruppe unterwegs ist. Auf der Contra haben wir zum Beispiel mehr Kunden oder Kontakte, die an interessiert sind, also selbst Marketingunternehmen, Marketingagenturen, Recruitingdienstleistungen, Recruitingagenturen und Dienstleistungsunternehmen. Wenn du natürlich auf eine Handwerksmesse gehst oder auf eine Maschinenbaumesse, dann kommen dementsprechend auch die Kontakte dahin. Deswegen solltest du mal gucken, auf welcher Messe sind deine Zielgruppenkontakte unterwegs und wo kannst du die am besten ansprechen. Buchst du dir vielleicht mal ein Speaking auch dazu oder halt einen eigenen Messestand. Macht auf jeden Fall Sinn, wo wenn die eigene Zielgruppe dann auch vor Ort ist, damit du da auch Kundenakquise machst. Kannst, nicht nur digital, sondern auch mal offline vor Ort. Wir sind jetzt gerade hier schon auf der Contra vor Ort. Wie man sieht, ist auch unser Messestand schon aufgebaut. Wir haben auch eine ziemlich gute Position, das heißt, man läuft hier direkt vorbei, wenn man zu den Stages gehen möchte, also zu den Vorträgen, und sind gut ausgestattet hier, haben auch unseren Report mit, die 5 effektivsten Akquisestrategien für mehr qualitative und qualifizierte B2B-Leads in 2024. Du kannst ja auch unseren Report hier unter diesem Video herunterladen. Da kannst du den als PDF dir anschauen. Ansonsten gern für alle Leute, die hier auf der Contra oder generell auf einer Messe vorbeikommen bei unserem Stand, zum Mitnehmen in physischer Form. Ja, und wir sind jetzt gespannt auf die nächsten 2 Tage, wen wir alles sehen werden, wer alles auch vor Ort ist, wieder einige Bekannte zu treffen, wie ich schon gesagt habe, und auch neue Kontakte zu knüpfen. Wir schauen uns vielleicht auch morgen nochmal hier ein paar Stände gemeinsam an, laufen mal über die Messe und ja, ich gebe euch mal einen Überblick über die ganzen Stände, die es hier gibt. Ansonsten würde ich sagen, schalten wir morgen wieder ein. Dann bis dahin. Gerade mit Jonas Eisert von Loftfilm. Sehr cool, dass du heute auch wieder hier mit dabei bist. Ja. Und wir sind ja selbst glücklicher Kunde von Loftfilm, haben jetzt mittlerweile schon 3 Videos machen lassen. Jonas, heute mal eine Frage an dich. Was sind so für Messen noch geplant? Ja, seid ihr selber Veranstalter jetzt auch mittlerweile von dem Münchner Marketingkongress und Loftfilm-Tagen. Was macht ihr sonst noch so für Messen dieses Jahr? Also auf jeden Fall Münchner Marketingkongress. Das war letztes Jahr wirklich ein Mega-Event. Dieses Jahr wird es nochmal größer. Wir planen mit über 1000 Teilnehmern. Es werden sehr, sehr geile Speaker kommen. Jochen Schweizer wird da sein, es wird Regine Sixt da sein, das ist die Marketingverantwortliche von Sixt, einer der 4 mit dem geilsten Marketing in Deutschland. Andreas Baulig wird da sein, wir haben echt ein super Line-Up und genau, das kann ich auch jedem nur empfehlen, da zu kommen, weil letztes Jahr waren die Tickets lange im Vorfeld ausverkauft, das waren super Inhalte, über 1000 Unternehmer, mit denen man netzwerken kann, also es lohnt sich. Ansonsten, was wir noch machen, ist This is Marketing, das ist wirklich auch ein super Event von Marcel Knopf und da waren wir die letzten Jahre auch und
Top-Event, top organisiert. Und dann ja, so ein paar kleinere Events, Top-Arbeitgeber-Kongress wahrscheinlich von Fair Family, auch ein Kunde von uns. Das ist so geplant. Ja, man merkt, die Jungs machen auf jeden Fall einige Events, also selbst veranstaltet, als auch sind dann zu Gast mit einem eigenen Stand oder mit mehreren Ständen hier, sogar mittlerweile 3 Firmen, die ihr betreut? Oder? Ja, genau. Also wir zur Firmengruppe gehören 3 Agenturen. Das ist einmal Loftfilm, da machen wir die Erklärvideos. Das ist landeseiten.de, da machen wir die Webseiten. Und dann noch Rang 1 ist unsere SEO-Firma. Das heißt, da bringen wir unsere Kunden bei Google ganz nach vorne. Ja, sehr cool, sehr cool. Hast du ein paar Tipps oder einen großen Tipp, den du empfehlen kannst, wenn du auf einem Event bist, um Akquise zu machen, um mehr Kunden zu gewinnen? Ja, also grundsätzlich würde ich immer mit Stand kommen, weil dann können die Menschen einfach auf dich zukommen. Ich würde auch immer schauen, dass man irgendwie irgendwas Physisches hat, was man den Leuten in die Hand geben kann, weil oft ist es so, die Leute laufen vorbei, die bummeln so und die wollen dich jetzt nicht ansprechen, aber ja, mal so ein Ding nehmen, mal durchblättern, mal reinschauen, das kann man einfach machen und das ist dann ein Zeichen, okay, hier, der hat Interesse, ich kann jetzt auf den zugehen. Also einen Stand haben, was Physisches auch mit dabei haben und ansonsten einfach ein gutes Team, ja, die sich auch trauen, auf Leute zuzugehen, die anzusprechen, die sagen, hi, wir haben noch ein Gewinnspiel, das heißt, man kann einen Loftfilm gewinnen, das ist natürlich nochmal ein Grund mehr herzukommen und genau, das sind so die wichtigsten Dinge. Sehr cool, da hat der Jonas schon einen richtig guten Mehrwert mitgegeben und auf jeden Fall einige Tipps für Messen kann ich auch noch empfehlen, genauso vorzugehen, auf jeden Fall Akquise zu machen und auch Leute aktiv anzusprechen, würde ich noch hinzufügen. Ja, danke dir, Jonas. Gerne. Bye-bye. Jetzt sind wir hier mit unserem Kunden, dem Sascha Spruges. Moin, Sascha. Hi, ihr seid auch Kunde bei uns. Richtig, ja, wir sind gegenseitig Kunden beieinander. Sascha, was macht ihr? Wir sind eine Branding-Agentur, Hauptfokus ist bei uns immer der Online-Auftritt, das heißt, wir bauen Marken auf, Corporate Design bauen wir auf, Markenstrategie bauen wir für euch auf und das dann auf eine richtig geile Website mit Fotografie, Image-Videos in den größeren Paketen. Das heißt, für einen vollwertigen Online-Auftritt, dafür stehen wir und sind wir da. Sehr gut, ne? Weil wichtig ist, der Online-Auftritt muss ja auch selbst verkaufen. Also Marketing und Verkauf geht ja einher. Und wenn dann die Website konvertiert, ist ja umso geiler, ne? Und du einen geilen Außenauftritt hast, wenn Leute nach dir googeln, auch nach der Kaltakquise, dein Unternehmen einfach mal eingeben bei Google und dann dich finden als Anbieter, plus eine attraktive Website, hat das natürlich nur Pluspunkte und verkauft dich und deine Dienstleistung ja viel hochwertiger und besser. Also deswegen, Sascha, guter Dienstleister dafür, könnt ihr auf jeden Fall abchecken bei DeepSoul. Und wir haben ja auch das nächste Projekt miteinander geplant, einen richtig coolen Imagefilm, den wir geplant haben. Sascha, ihr seid ja auch immer ja, akquisemäßig stark unterwegs auf Messen. Was ist dein Tipp für mehr Kunden, mehr Umsatz über eine Messe? Starkes Team mit dabei haben, aktiv auf die Leute drauf zugehen, keine Hürden haben, wenn dann irgendwie mal Leute dabei sind, die vielleicht so aussehen, okay, die könnten kein Interesse haben, wir sehen es immer wieder, einfach die Leute anquatschen und dann stellt sich heraus, okay, das ist auf einmal ein potenzieller Kunde und ja, man denkt immer, ja, nur die Leute nehmen, die zu einkommen oder nein, einfach jeden ansprechen, kurz ins Gespräch reingehen, zum Stand leiten, kurz was pitchen und dann merkt man schon, bam, Interesse, ja, nein und dann können einige Wunder dabei schon mal entstehen. Ja, Das sehe ich genauso, Sascha. Hast du einen guten Mehrwert mitgegeben? Bei uns ist es ja auch so, wir gehen immer kurz ins Gespräch rein, gucken auch, passt derjenige zur Zielgruppe? Macht ja dann keinen Sinn, stundenlange Gespräche zu führen. Natürlich über andere Themen kann man das mal machen. Aber wenn du jetzt auf einer Messe bist, um Umsatz zu machen oder Kunden zu gewinnen, macht es ja auch Sinn, mit Leuten zu sprechen, die auch qualifiziert sind für die Dienstleistung, also in die Zielgruppe passen, etc. Ja? Sascha, was ist dein Fazit ansonsten heute zu dem ersten Tag auf der Contra? Also wir können sagen, sehr guter Tag. Ich glaube, wir haben jetzt 30 Kontakte, gute eingesammelt auch schon, daraus viele Sales Calls generiert, ich habe keine Ahnung wie viele, aber so von der Lead-Qualität würde ich schon sagen, für uns gute Kunden dabei auf jeden Fall. Das hört sich super an, da wünsche ich dir auf jeden Fall morgen noch mehr davon und dass wir richtig gut Geschäft machen. Ne? Machen wir, alles klar. Partnermanager bei Bauli Consulting, ja? Korrekt, ja. Erzähl mal ganz kurz, was machst du als Partnermanager und was kannst du empfehlen, um mehr Empfehlungen zu generieren und neue Kunden damit zu gewinnen? Also du musst halt erstmal ein Empfehlungsprogramm bei dir selbst kreieren. Das heißt, du musst wissen, was sind die Rahmenbedingungen, wie kann man teilnehmen, wer kann teilnehmen und was dann die Kunden, also deine Kunden davon haben, wenn sie dich weiterempfehlen. So. Was ist ein Empfehlungsprogramm? Das heißt einfach nur, wenn du Kunden hast, die können an dich Interessenten weiterempfehlen, sollen diese Interessenten kaufen, kriegst du eine Belohnung. Also die Kunden kriegen eine Belohnung, nicht du. Du kriegst die Belohnung in Form eines Kunden, eines Neukunden.
Genau, also das heißt, dass man einfach seine eigenen Kunden dafür belohnt, wenn sie einem weiterempfehlen, dadurch halt neues Geschäft zustande kommt und sie den Abschluss dann, also die Empfehlungen des eigenen Kunden zustande kommen, ja? Ja, richtig, ist korrekt, genau. Genau, nice. Und der Johann kümmert sich im Unternehmen bei Bauli Consulting darum, dass halt das Empfehlungsprogramm läuft, dass immer mehr Kunden dadurch empfohlen werden, oder? Ja, ja, genau, richtig. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht oder mache ich auf jeden Fall noch ein Video zu zum Thema Empfehlungsmarketing. Haben wir auch bei uns, also alle unsere Kunden können uns auch weiterempfehlen, bekommen dafür eine coole Belohnung dafür. Also macht auf jeden Fall Sinn, ein Empfehlungsprogramm zu bauen. Und was war so das Schwierigste daran, was du entwickeln, das Empfehlungsprogramm oder beim Ausbau dessen? Es gibt keine schwierigen Sachen. Du hast ein Ziel und du entwickelst halt verschiedene Methoden, Prozesse und näherst dich Schritt für Schritt weiter dem Ziel. Beziehungsweise dein Ziel ist es einfach nur, mehr Empfehlungen zu generieren und das bekommst du, indem du gute Prozesse entwickelst. Gut. Also größter Tipp für mehr Empfehlungen, Empfehlungsprogramm und bessere Prozesse? Kommuniziert, dass ihr ein Empfehlungsprogramm habt, dass alle Kunden das wissen. Nice. Guter Tipp. Kurzes Zwischenfazit jetzt vom ersten Kontratag. Es ist jetzt schon fast 18 Uhr. Das heißt, der Tag neigt sich jetzt schon dem Ende zu. Wir hatten heute einen erfolgreichen Tag, einige neue Kontakte geknüpft. War sehr spannend, wieder coole Leute kennenzulernen, auch die sich sehr begeistert haben für unsere Dienstleistungen. Ist auch sehr, sehr gut angekommen. Einige Reports wurden verteilt oder mitgenommen, auch hier von unserem Stand. Also wenn du hier auch den Report für dich haben möchtest, dann sichere dir den gern unten auf der Website, die hier in der Beschreibung auch eingeblendet ist, damit du deinen kostenfreien Report bekommst. Ansonsten, ja, wie gesagt, ein cooler Tag gewesen. Bin gespannt auf morgen. Es ist nochmal ein bisschen eine andere Konstellation morgen, weil morgen auch die große Bühne offen ist und andere Vorträge gehalten werden als heute. Und dann würde ich sagen, schalten wir morgen wieder ein. Wir sind jetzt am Ende der Messe angekommen, packen gleich unseren Stand zusammen. Es war generell ein bisschen weniger los als letztes Jahr, konnten trotzdem einige ganz gute Kontakte knüpfen und sind jetzt mal gespannt auf die Folgegespräche, die daraus passieren. Also wie gesagt, es waren auch einige Leute am Stand, wieder einige Bekannte getroffen, was cool war. Ja, und jetzt packen wir den Stand mal zusammen. Wir werden nochmal schauen, dass wir heute Abend schön essen gehen, gemeinsam mit ein paar Kunden von uns. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Auto nochmal. So, wir sind wieder zurück in Dresden, zurück von der Contra. Wir haben jetzt extra eine Woche auch gewartet, damit wir ein bisschen auswerten können. Am zweiten Tag ist sowieso nicht mehr so viel passiert. Jetzt konnten wir auch mal eine kleine Auswertung machen, haben schon mit einigen Kontakten, die wir auf der Contra kennengelernt haben, die Gespräche geführt, haben auch schon den ersten Kunden tatsächlich von der Contra gewonnen. Also war auf jeden Fall lohnenswert, hat sich gelohnt für uns. Und ja, generell muss man sagen, der zweite Tag war ein bisschen ruhiger. Ich weiß, generell ist es ja so bei Messen oder bei Events, dass der erste Tag, wenn es zwei Tage gibt, immer ein bisschen voller ist sowieso oder mehr Leute da sind. Aber man muss sagen, im Vergleich zum zweiten Tag war es dann schon sehr mau am zweiten Tag. Wir hatten trotzdem noch eine coole Zeit mit unseren Kunden, mit unseren Bekannten, Leuten aus dem Netzwerk einfach, die wir kennengelernt und getroffen haben. War noch bei der Afterparty kurz mit dabei und sind dann noch mit einem Kollegen in das Hyatt Hotel gefahren, haben da noch was an der Bar getrunken. Also dementsprechend ein sehr gelungenes Event gewesen, sind dann auch weitergefahren noch zum weiteren Netzwerk am Wochenende, also die ganze Woche gut unterwegs gewesen. Du hast jetzt den ganzen Content gesehen, ich hoffe, dir hat unser Video dazu gefallen von der Contra. Ich bin gespannt, was noch so aus den Kontakten entsteht, die wir gewonnen haben auf der Contra. Vielleicht entsteht ja noch das ein oder andere, für was Messen immer natürlich auch gut sind, außer jetzt um direkt Kunden zu gewinnen, ist natürlich auch das Thema Branding. Das heißt einfach ein langfristiger Effekt, dass man fort ist, dass man wahrgenommen wird von potenziellen Kunden, von der Zielgruppe. Und ja, wenn man immer wieder auch auf Messen geht und dabei ist, dann wird man da dementsprechend im Branding mehr wahrgenommen. Ein weiterer Vorteil, den ich dir noch mitgeben will von Messen, sind, dass du auch damit werben kannst oder auch deinen Bestandskunden Bescheid geben kannst, dass du auf einer Messe bist, wenn die Kunden dann auch interessiert sind, oder kannst ja dann auch als Aussteller vielleicht auch nochmal das ein oder andere Ticket mitgeben oder deinen Kunden kaufen, damit du einfach einen Berührungspunkt hast, wieder auf Events und Messen zusammenfindest mit Kunden, so auch den engen Kundenkontakt pflegen kannst, was immer super ist. Und du kannst auch, wie gesagt, damit werben, ist ja dann auch ein gewisser Status oder Prestige, sich einen Messestand zu leisten oder zu kaufen, je nachdem, auf welcher Messe oder auf welchem Event du bist. Einige werben ja dann
auch mit den Logos der Messen, wo sie hingehen, ja, und schaffen so eine gewisse Seriosität, dass man auch mal das Unternehmen persönlich kennenlernen kann, dass man mal vor Ort ist und es nicht immer nur eine digitale Kommunikation zum Beispiel gibt, wenn du ein digitaler Dienstleister bist, der sonst jetzt nicht so den engen oder physischen Kundenkontakt hat, was ich natürlich auch empfehlen kann und was wir wahrscheinlich auch zukünftig immer mal noch etablieren wollen, ist Events selbst zu veranstalten und selbst kleine Events zu machen. Wir gehen ja auch immer wieder auf Seminare oder Events von Partnerunternehmen von uns oder von Kunden, wo wir dabei sind, oder auch von Mentoren von uns. Dementsprechend also Events live vor Ort zu sein, sein ja, Gegenüber mal wirklich auch zu sehen und zu sprechen, ist natürlich eine super Sache. Was man aber allerdings auch noch sagen muss, was wir gemerkt haben über die Events, wo wir jetzt als Aussteller unterwegs waren oder generell unterwegs waren, ist, dass jetzt das Verhalten der Leute auch ein bisschen anders ist, wenn es Messen vor allem auch jährlich gibt. Dann hat jetzt so ein bisschen dieser Schwung auch abgenommen nach Corona, nachdem die Leute auch sich wieder gesehnt haben oder Lust hatten, auf Messen zu gehen, nachdem sie es nicht machen konnten nach der oder während der Pandemie, ist jetzt der Aufschwung da im ersten Jahr wieder größer geworden. Aber jetzt kennen die Leute auch dementsprechend die Events, wenn sie jährlich stattfinden. Und es sinkt wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen ab an der Teilnehmerschaft. Genau. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, waren wertvolle Kontakte für uns dabei auf der Contra. War eine erfolgreiche Messe. Wir sind mal gespannt, was jetzt noch dabei rumkommt danach für uns. Und ja, ich wünsche dir natürlich an der Stelle auch maximalen Erfolg für deine zukünftigen Messen, für deine zukünftigen Events, die du besuchst. Und dann blinke ich mich an der Stelle aus. Bis dahin, dein Paul, und bis zum nächsten Video.